Ja, willkommen bei einer neuen Ausgabe von 10 Fragen an. Mein Name ist Kevin. Ich bin der Jens. Und das ist Adam. Ja, Adam, cool, dass du dabei bist. Cool, danke, dass ich da sein darf. Ja, stell dich mal ruhig vor. Ja, gerne. Also, mein Name ist Adam Gavlica. Ich arbeite hauptsächlich in einer Unternehmensberatung. Dazu studiere ich noch Sportwissenschaft. Da bin ich gerade im Masterstudiengang und zwar kurz vor Abschluss, gerade mitten in der Masterarbeit. Ansonsten treffe ich mich gerne so mit euch und mache ein Video. Wir fangen einfach auch mit der Kategorie an, oder? Gut, machen wir. Also, ja, dann würde ich sagen, ab dafür. Ab dafür. Ab dafür. Ab dafür. Wie bist du zu dem Bereich Sport eigentlich so gekommen? Ich meine, ich kenne dich ja von früher, auch persönlich. Ich weiß, du hast viel Sport betrieben, Fußball, auch Football weiß ich zum Beispiel. Aber wie bist du generell zu diesem Bereich gekommen? Ich war in der Schule schon immer der Sportlichste der Klasse, der Sportlichste der Stufe und so weiter und so fort. Traum war natürlich immer, Profisportler zu werden, zumindest in der Pubertät. Das hat leider nicht geklappt. Aber ich habe dann im Abi rausgefunden, dass man Sport auch studieren kann. Lass mich raten, du wolltest gerne Profifußballer werden. Ja, also da wäre ich offen gewesen. Also Profifußballer wäre geil geworden. Marathonläufer wäre ich auch gern geworden. Ich bin eine Zeit lang sehr viel joggen gegangen. Ja, und sonst im Fitnessstudio bin ich ja auch viel unterwegs. Seit dem Abi, seit man halt im Fitnessstudio trainieren darf. Ich glaube, ich mit 19 angefangen. Mhm. Auch da natürlich dann irgendwie, ja, wäre am liebsten Strongman oder weiß nicht was geworden. Aber wie ihr seht, ich bin weder besonders massiv, noch irgendwie besonders krass stark. Das heißt, du hast Sport studiert. Bist du damit fertig? Nein, ich bin mitten im Master. Also mitten im Master auch nicht. Nee, ich bin am Ende vom Master. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit. Da bin ich auch gerade dabei, meine Befragung durchzuführen. Also liebe Leute, die hier zuschauen, es würde mich sehr freuen, wenn ihr an meiner Befragung teilnimmt. Die lieben Jungs von AbDafürTV werden bestimmt den Link für meine Befragung in die Beschreibung posten, denke ich mal. Dass ihr da dann gerne mitmachen könnt. Ich brauche noch ungefähr um die 90 Teilnehmer, dann könnte ich mit der Auswertung starten. Und was noch ein kleines Goodie ist, ich verlose auch unter allen Teilnehmern 3 Amazon-Gutscheine im Wert von 15 Euro. Also vielleicht gibt das nochmal eine kleine Motivation mitzumachen. Das Thema der Masterarbeit geht um Vorbilder, also Fitnessvorbilder. Wir werden den Link auf jeden Fall mit reinpacken. Ja, nimmt gerne daran teil, helft Adam dabei und ihr könnt was gewinnen. Also genau. Was hält euch noch auf? Ja? Du hast ja gesagt, da geht es um Sportvorbilder, Fortbilder, ne? Vorbilder. Vorbilder. Ja. Wer ist denn dein Vorbild? Boah, ich habe ganz viele. Also im Football würde ich wahrscheinlich Tom Brady nennen. Fast eigentlich so wie Michael Schumacher, 7-maliger genau. Weltmeister in Formel 1 und er ist 7-maliger genau. Football. Meister, sage ich jetzt mal. Ja, das ist ja so wie die Champions League. Ja. Tom Brady und Michael Schumacher, die kann man ruhig auf eine Ebene stellen, ja. Heftig. Ja, definitiv. Du bist ja im Sportstudium gerade. Was kann man denn da danach so machen mit einem Sportstudium? Was vielen auf der Hand liegt, ist, man kann Sportlehrer werden, aber da hört das Ganze ja nicht auf. Zum einen kann man im Sportmanagement arbeiten. Das heißt, man kann, Fitnessstudio-Leiter sein für eine Zentrale von einer Fitnessstudio-Kette, da verschiedene Bereiche im Marketing machen, im Eventmanagement. Man kann aber auch die Trainerschiene wählen, das wäre halt ein anderer Schwerpunkt, abgesehen von Nebenmanagement, also als Athletiktrainer oder als Trainer von einer Mannschaft. Meine Frage, die ich dir da eigentlich stellen wollte, in welchem Bereich, wenn du das Studium beendet hast, was möchtest du danach damit anfangen? Ich selber möchte sehr gerne, ich habe mich dann für den Sportmanagement-Schwerpunkt entschieden und ich würde sehr gerne auch in diesem Bereich bleiben. Ich arbeite ja neben dem Studium noch als Unternehmensberater und im Idealfall würde sich eine Fusion zwischen Sport und Beratung finden, also in der Sportberatung. Das wäre so der Traum, im Sport zu beraten. Ich meine, du bist jetzt unterwegs als Unternehmensberater beruflich, machst dein Master gerade, Studium. Hast du dann noch Zeit für Hobbys? Und wenn ja, was hast du für Hobbys? Ja klar, für Hobbys muss Zeit sein, weil das macht den Kopf frei, das tut einem gut in der Seele. Ein Hobby von mir war, wie ihr vielleicht hinter mir erkennen könnt, Football zu spielen. Das hat sich dann leider durch die Corona-Pandemie erstmal erledigt.
Außerdem bin ich von Bochum nach Hagen gezogen und Hagen hat aktuell keine Footballmannschaft. Wenn irgendwer das sieht, der einen Verein hier eröffnen will, dann soll das gerne tun. Ich bin dabei, mich hat er direkt am Start. So, und außerdem mache ich Fitness für mich selber halt als Hobby. Also wenn die Fitnessstudios offen haben, bin ich da 3-4 Mal die Woche zu finden, mache da halt was für mich. Und ja, jetzt wo sie gerade zumachen, mache ich halt zu Hause Fitness als Hobby. Liebe Stadt Hagen, wenn ihr einen nächsten Tom Brady sucht, ja, und ihr möchtet gerne eine Football-Mannschaft entweder aufbauen oder gründen, da ist der richtige Mann dafür. Oh. Ja, ich würde da ehrenamtlich auch ein bisschen helfen, warum nicht? Aber ja, der nächste Tom Brady weiß ich nicht. Aber ja, man muss ja ein bisschen auf die Kacke hauen hier jetzt mal, natürlich, oder? Man soll ja selbstbewusst sein, na klar. Also, so, ja, genau. Mein Gott. Ganz einfach, think big, ne? Genau, ja, also, genau, ja. Richtig. hast du denn schon mal irgendwie an sportlichen Meisterschaften irgendwie teilgenommen in Sachen Fitness so oder auch generell irgendwie, du hast ja gesagt Marathon, hast du da auch mal irgendwie so an Meisterschaften teilgenommen? Ja, also ich lasse jetzt mal die Fußballmeisterschaften weg, die ich in der Kreisliga oder Bezirksliga mitgemacht habe. Weil die wichtigsten Meisterschaften. Ja gut, okay, ja dann, ja, ich das war Bier gewinnt. Kreisliga-Meister mit dem TuS Ennepetal. Meine größte Errungenschaft im Fußball. Anni! Hast du während Corona heimlich trainiert? Nicht? Das sieht man. sonst habe ich, ja, den einen oder anderen Lauf habe ich gerne mitgemacht. Was das Laufen angeht, die größte Errungenschaft war wahrscheinlich der Halbmarathonlauf von der Uni, von der Ruhr-Uni Bochum-Uni. Ich war drittschnellster Sportstudent, also es waren nur 2 Sportstudenten schneller als ich. Strongman-mäßig habe ich mal bei einem Kraftsportverein in Bochum, dem Athletikclub Bochum, habe ich mal einen Strongman mitgemacht. Und da habe ich sogar den Pokal sogar noch hier. Da wurde ich sogar mal Erster. Ui, ui, ui. Ich muss irgendwie gucken, dass der Autofokus mitmacht. Ja. Ja. Ja, nicht schlecht. Genau. Da ging es dann darum, ein paar Reifen rund durch die Gegend zu schubsen, schwere Sachen von A nach B zu tragen, Kreuzheben, Schulterdrücken, solche Geschichten, ja. Also Alltag. Alltag, was man halt so macht. Genau. Hast du denn in dem Bereich jetzt noch irgendwelche Ziele? Hast du jetzt gesagt, hör mal, das hätte ich gerne nochmal, das würde ich nochmal machen? Jetzt unabhängig davon, dass du natürlich am liebsten einen Footballverein suchst in Hagen, den wir jetzt ja gerade angekurbelt haben, aber gibt es da vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das auf jeden Fall noch? Also ich würde sehr gerne auf jeden Fall sportlich nochmal, also mich würde zum Beispiel einen Crossfit-Wettbewerb mal reizen, aber ich glaube nicht, dass ich da große Chancen hätte, sondern einfach nur der Erfahrung halber. Ansonsten würde ich gerne nochmal einen Strongman mitmachen, allerdings in der Gewichtsklasse unter 90 Kilo. Selbst wenn ich die Wettbewerbe nicht machen würde, hätte ich trotzdem Ziele im Fitnessstudio quasi. Also ich würde sehr gerne mal die 200 Kilo heben können. Wer würde das nicht gerne können? Ich würde gerne 200 Kilo im Kreuz heben können. Das letzte Mal, als ich es getesten konnte, lag ich bei 180. Also mir fehlen noch 20 Kilo, die würde ich irgendwie gerne noch schaffen. Also ich würde sagen, durch Corona sind es jetzt auf jeden Fall nicht mehr 180. Nee, definitiv nicht. Nee, wahrscheinlich nicht so. Aber es ist immer blöd, wenn man immer so groß daherredet. Also am besten können wir vielleicht an der Stelle irgendwie ein Video einblenden und ich schicke euch ein Video zu, wo die Leute dann auch sehen können, dass ich tatsächlich mal 180 Kilo gehoben habe, als Beweis sozusagen, weil ich finde das selber mal blöd. Dass du 180 Kilo gehoben hast? Gehoben. Ich würde gerne 180 Kilo wiegen, ja genau. Wunderbar. Wettbewerbsmäßig wären es halt nur diese Strongman-Wettkämpfe in der Klasse bis 90. Also ich finde das witzig, dass man mit... Also ich stelle mir immer diese Strongmans, also irgendwie so, keine Ahnung, so 2-Meter-Hünen mit 200 Kilo, so ein Kreuz. Ja. Ne? Ich meine, wenn der Kevin mir jetzt sagen würde, er macht Strongman, würde ich ihn wahrscheinlich auslachen. Ne? Also, Entschuldigung, Kevin, aber... Aber ist 90 Kilo nicht normalerweise deine Gewichtsklasse? 90 Kilo ist knapp daneben. Ich wiege ein wenig mehr. So, hätten wir das auch mal geklärt? Genau. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Du hast ja erzählt, du hast einen YouTube-Kanal, ne? Und ich habe auch gesehen, da ist ein Video, das geht total viral. Das hat, glaube ich, wie viele Klicks? 140.000? Das hat aktuell 145.000. Krass. Das ist eine Hausnummer. Also definitiv. Worum geht's? Ja.
Das ist, da geht es um das Thema Hula Hoop. Hula Hoop ist gerade ein sehr trendiges Thema. Viele, vor allem Frauen, holen sich jetzt einen Hula Hoop und halten sich damit zu Hause fit. So richtig aus wissenschaftlicher Sicht das Thema mal behandelt, hat glaube ich nur einer noch. Da dachte ich mir, dann wäre ich ja erst der Zweite und ich wäre dann auch der einzige Sportwissenschaftler, der es sportwissenschaftlich behandelt hätte. Dann habe ich gedacht, komm, versuchst du es mal. Und ja, damit habe ich anscheinend die Interessen der Hula-Hoop-Gemeinde getroffen anscheinend. Aber 140.000 Klicks ist schon echt eine große, große Nummer. Also Respekt an der Stelle, dass das geklappt hat, echt cool. Vielleicht geht ja das nächste Video, was von dir kommt, auch viral. Und hoffen wir es mal, ne? Genau, hoffen wir doch mal. Ja, wir haben es ja gerade schon mal angesprochen. Im Moment ist ja nicht so viel mit Trainieren. 180 Kilo wirst du jetzt wahrscheinlich gerade nicht mehr hochkriegen. Wie hältst du dich überhaupt im Moment fit? Oder wie hält sich jemand fit, der auch in dem Bereich Sport studiert und alles? Wie hältst du dich fit? Ja, also wie ich es schon eingangs erwähnt habe, hauptsächlich durch Homeworkouts. Eine Zeit lang bin ich auch joggen gegangen, ganz viel, aber dann wird das Wetter immer schlechter und immer kälter, dann hat sich das auch erledigt, weil ich bin da nicht so unbedingt im Schnee und im Eis joggen zu gehen. Wie halte ich mich zu Hause fit? Also, ich habe mir ein Widerstandsband geholt. Ich kann das auch den Leuten draußen empfehlen, sich ein Widerstandsband zu holen oder Widerstandsbänder zu holen. Da gibt es sogar Sets, die man sich holen kann mit verschiedenen Stärken und die kann man dann halt, je nachdem welche Übung man macht, kombinieren, dass man halt für sich die richtige Intensität findet. Darüber hinaus habe ich noch eine alte Langhantel von meinem Papa rauskramen können, die er mir geben konnte. Da kriege ich dann bis zu 50 Kilo draufgepackt und das wird jetzt fürs Kreuzheben nicht reichen zum Beispiel oder für die Kniebeugen oder Bankdrücken, aber die Arme und die Schultern kriege ich eigentlich wunderbar damit abgedeckt. Nicht, dass ich jetzt besonders krasse Arme und Schultern habe, aber ich kriege auf jeden Fall einen guten Trainingsreiz rein damit. Und ja, die Beine trainiere ich dann auch in Kombination quasi mit der Vibrationsplatte, die ich habe. Auch dafür habe ich mal ein Video gemacht. Also Widerstandsbänder, Gewichte holen. Ja, entweder Equipment, wer kein Equipment hat. Es gibt auch viel Haushaltsgegenstände, die man sehr gut als Equipment nutzen kann. Man kann Tische nutzen, man kann Stühle nutzen. Also auch dazu kann man, also da muss man nur ein bisschen kreativ sein. Gucken, dass man aber trotzdem den ganzen Körper irgendwie abdeckt. Also nicht nur Arme, aber nie die Beine trainieren, sondern dass irgendwie ganzheitlich alles irgendwie abgedeckt ist und dann ist gut. Ja, sicher, klar. Also da haben wir quasi auch die Frage mit, wie kannst du den oder was kannst du den Zuschauern mit auf den Weg geben, zu Hause fit zu bleiben. Direkt mit abgehakt, ist überhaupt gar kein Problem, aber ihr könnt zu Hause jetzt anfangen, die Wohnwand abzubauen, die Schränke zu nutzen als Gewichte und so weiter und so fort. Die Frau wird euch danken. Ja. Gibt es denn auch Arten von Übungen, die du so überhaupt nicht magst? Also, das muss man so differenzieren. Es gibt Übungen, die ich nicht mache, weil ich sie für meine Zwecke nicht effektiv genug finde. Und es gibt Übungen, die ich nicht mag, weil viele sie einfach falsch machen. Es gibt nicht zwingend eine Hassübung, die ich habe. Es kommt immer darauf an, wem ich was empfehlen will. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ja, ich persönlich mag kein Frontheben. So, aber vielleicht bringt es jemand anderem, sagt aber, was hat der, sagt der denn jetzt? Frontheben ist doch voll geil und mir bringt das doch voll was. Ja, dann ist das ja in Ordnung, wenn das für ihn passt. Deswegen kann man das schwer pauschalisieren. Ich glaube, jeder hat da seine eigene Art zu trainieren. Ja. Jeder hat seine eigenen Arten oder Bewegungen, die er gerne macht, Übungen, die er gerne macht. Ja. Ist ja bei mir nicht anders. Also. Ja, ja. Also. Eigentlich einfach nur darauf achten, dass der ganze Körper trainiert wird. So setze ich an. Also Bizeps muss trainiert werden. Okay, dann suchst du dir halt eine Übung aus, die dir Spaß macht von den ganzen Bizepsübungen, die es halt gibt. Na, dann denkst du dir, okay, jetzt muss ich den Bauch trainieren. Okay, es gibt 1000 Bauchübungen. Ich suche mir jetzt die aus, die mir am meisten Spaß macht. Also da würde ich eher Körperbereiche nehmen, die mir weniger Spaß machen. Und das wären dann tatsächlich eher die Arme, die mir weniger Spaß machen. Und die Beine und der Rücken sind zum Beispiel Bereiche, die mir besonders viel Spaß machen zu trainieren. Ja, okay, cool. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass der Bizeps nicht so Spaß macht. Ja, da falle ich auch, glaube ich, aus dem Schema eher. Es ist komisch. Ja. Das ist echt komisch. Mit den offiziellen Fragen sind wir jetzt eigentlich durch. Wir haben unsere 10 Fragen gestellt. Genau. Interessante Frage vielleicht für die Damenwelt. Hast du ein Sixpack?
Oh, das bleibt mein Geheimnis. Ja, danke, ja, also, dass du da warst. Sehr danke, gerne, dass du mitgemacht hast. Und willst du den Zuschauern noch was mit auf den Weg geben? Ja, liebe Zuschauer, ich weiß, es ist gerade sehr schwer, sportlich sich zu motivieren und dran zu bleiben, aber ihr werdet es euch selber später danken, wenn ihr immerhin ein bisschen was gemacht habt und dran geblieben seid, denn irgendwann kommen auch wieder bessere Zeiten, wo die Vereine, die Fitnessstudios, die Tanzschulen alle wieder aufhaben werden und ihr dann wieder mit Spaß am Sport dabei sein könnt. Und der Einstieg, es wird euch auch erleichtern, wenn ihr zu Hause ein bisschen was für euch getan habt. Macht bitte mal einen Fragebogen. Ja, das wird jetzt ja über den Gag. Wir hauen den Fragebogen jetzt hier so oft rein. Richtig, genau. Das wird ein Loop. So ein Fragebogen, unten so eine Unterschrift daher drunter. Fragebogen. Bitte den Fragebogen ausfüllen als Banner. Das läuft hier durch. Ganz penetrant einfach die Leute nerven, bis genau, alle dabei sind. Nee, sehr schön. Dann lasse ich euch auch in Ruhe. Wenn ich meine 200 Leute habe, lasse ich die Welt auch in Frieden. Ja, sehr schöne letzte Worte auf jeden Fall. Man kann sonst welche Übungen empfehlen oder was. Am Ende zieht man es nur durch, wenn man auch Spaß dabei hat. Genau. Das ist so ja, sehe ich das auch. Wenn man Ergebnisse sieht, wenn man Erfolge sieht, wenn man Spaß hat. Ja. Und wenn ja, man da immer am Ball bleibt. So ist es, genau, ja, so sieht es aus. Ja. Amen. Ja, Amen. Genau. Ja, dann danken wir dir recht herzlich, dass du da warst, wie gesagt. Deinen Fragebogen werden wir natürlich verlinken. Keine du hast Fragen. Einen Fragebogen? Genau, du hast einen Fragebogen. Ja. Was ist das denn? Ein Fragebogen? Nein. Ja, ich würde sagen, dann sind in wir mal Sinne, durch, oder? Genau. Und? Ab dafür.